Wenn hier überall der Kuckuck klingt, Herr Liebauer. Die Leute denken doch, wir sind übermorgen kaputt. Außerdem gehört alles, was Sie hier sehen, den Lieferanten. Die Ware steht unter Eigentumsvorbehalt. Die dürfen Sie gar nicht pfänden. Tut mir leid, Frau Freitag. Das müsste der Herr Engelhardt mir erst mal nachweisen. Entschuldigung, Herr Engelhardt. Der Herr Liebauer. Sabrina. Herr Liebauer, guten Tag. Morgen. Wie viel ist es denn diesmal? So ein Titel über 60.000. Der zweite geht über 18.000. Dazu kommen die Kosten. Warum bezahlen wir das nicht, Frau Freitag? Geben Sie lieber einen Scheck. Ich nehme keinen Scheck, Herr Engelhardt. Nicht von Ihnen. Den lassen Sie ja doch wieder platzen. Entweder Sie zahlen bar oder ich muss pfänden. 78.000 plus Kosten, so will er nie mehr raus. Das würde mich wundern. Bisher haben Sie es noch jedes Mal geschafft, das Geld zusammenzubringen, wenn eine Pfändung drohte. Danke, Frau Freitag. Sie können gehen. Sitzen Sie hier lieber und nehmen Sie Platz. Wenn ich mal was vorhabe. Ist das nötig, Helga? Ich habe heute meinen Kochkurs. Der Engelhardt hat darauf bestanden, dass ich Sie hierher bestelle. Ah. Und ihr macht vielleicht einen wilden Mann? Ach nee, hier nicht. Der nervt mich. Was will der denn schon wieder? Na, keine Ahnung. Sie sollen auf jeden Fall sofort reinkommen. Gut aufpassen. Ach, Herr Matula, was macht denn eigentlich Ihr Kochkurs? Haben Sie schon was gelernt? Bis jetzt nur Hausmannskost. Aber sobald wir bei der Nouvelle Cuisine sind, werde ich für Uma und Sie kochen. Ehrenwort. Eins wollen wir mal klarstellen, Herr Engelhardt. Ich bin nicht Ihr Laufbursche. Moment, Herr Matula, ja? Legen Sie sich ab. Sie haben einen Auftrag übernommen und Sie ebenfalls, Herr Rechtsanwalt. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich Ihre Hilfe brauchte in Ihren Rat. Und beides haben Sie mir zugesagt. Herr Engelhardt. Wie Sie wissen, hat Herr Matula alle Ihre Angestellten überprüft. Es hat sich bislang leider nichts ergeben, was auf eine Unterschlagung hindeuten könnte. Aus meiner Firma fließt ständig Geld ab. Das ist eine Tatsache. Wir machen sehr gute Umsätze in allen Filialen, aber die Kassen und Konten sind leer. Dieser Ritter, Herr Matula, der plündert die Firma aus. Ritter, immer wieder Ritter. Ich kann es einfach nicht mehr hören. Na, wer denn sonst? Der ist mein Buchhalter. Der sitzt an der Quelle. Den muss ich rauswerfen. Ihr Buchhalter Ritter ist sauber. Er hat ganz normale Gewohnheiten. Mal ein Bierchen in der Kneipe, samstags zur Eintracht, ein Dauerschein im Lotto, keine Schulden, auch keine Weiber, die ihn abzocken. Sehen Sie, das ist genau der Grund, warum ich Sie eingeschaltet habe. Es bestehen also noch gute Chancen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Der Ritter gibt das Geld nicht aus, er wirft es nicht aus dem Fenster mit vollen Händen, sondern er deponiert das irgendwo. Der Matula muss nun endlich herausfinden, wo. Morgen. Morgen.
Ritter. Der hatte von unserer Firma einen Mietwagen. Er sagt, er fliegt mit Ihrer Gesellschaft. Ja, der war gerade hier zum Einchecken. Das hat er im Wagen liegen lassen, Dokumente. Kann ich ihm gerne überreichen? Nein, die scheinen wichtig zu sein. Die übergebe ich ihm lieber selbst. Sagen Sie mir, wo ich ihn finden kann. Es tut mir leid, es ist aber im Transitbereich. Da können Sie nicht hin ohne Ticket. Ein Ticket habe ich. Ich fliege heute nach München. Bitte machen Sie, beeilen Sie sich, sonst ist er weg. Der Ausgang ist B14. Danke. Am Flughafen. Ihr Freund Ritter ist dabei, eine kleine Reise anzutreten. Eine Reise wohin? Nach Zürich, nur mit einem Aktenkoffer. Wahrscheinlich ist darin Ihre Kohle. Die bringt er gerade über die Grenze. Nach Zürich? Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Wenn ich mitfliege, kann ich feststellen, wo er das Geld deponiert. Aber es eilt. Sie müssen sich sofort entscheiden. Und es kostet. Also deshalb hat er freigenommen. Ich habe mich schon gewundert. Sind Sie sicher, dass er fliegen wird? Er sitzt praktisch schon in der Maschine. Na, das passt doch. Es ist eine gute Gelegenheit, sich in seiner Wohnung ein bisschen umzusehen. Seine Wohnung? Sie haben sie wohl nicht mehr alle. Wie stellen Sie sich das vor? Nicht aufregen, Herr Matula. Ich stelle mir vor, dass ich Ihnen dafür ein extra Honorar bezahle. Also das ist ein Auftrag, der... Also das ist nicht ohne Risiko. Auf jeden Fall ist das Risiko gleich null, dass Ritter Sie dabei überrascht. Also keine Angst, Herr Matula. Thank you very much. How much? No, no, no. Bon voyage. Schnell. Warten Sie, Moment noch. Oh, ich hab's nicht eilig. Ich hab verschlafen. Wie lange brauchen Sie denn bis zur Horkheimer Straße? Und das kommt drauf an, wer die Späße mal der Polizei übernimmt. Wir werden schon nicht erwischt. Bitte. Mein Chef hat gedroht, dass er mich feuert, falls ich mich noch mal verspäte. Sie bekommen gutes Trinkgeld, wenn wir es noch rechtzeitig schaffen. Oh, sorry. Oh. Aber das ist ja gar kein Taxi. Natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf? Ich hatte ein Taxi bestellt. Ich habe gesagt, ich habe es eilig, weil ich verschlafen habe. Sie sehen, ich tue, was ich kann. Und wo fahren Sie hin? In die Horkheimer Straße, wie Sie es gewünscht haben. Das ist ein Missverständnis. Warum haben Sie sich nicht geweigert? Ich weigere mich nie bei schönen Frauen. Was wollten Sie von Volker? Mein Name ist Matula. Ich bin Anlageberater. Ich habe zurzeit eine sehr interessante Immobilie anzubieten. Mit einer wirklich guten Rendite. Darüber wollte ich mit Herrn Ritter reden. Herr Ritter ist verreist. Sehen Sie, da verpasse ich ja nichts. Drei Minuten vor, Sie sind pünktlich. Sogar zu früh. Das hat es noch nie gegeben. Genau wie Sie. Sie waren ungewöhnlich früh dran für einen Besuch beim Kunden. Ich habe mehrmals versucht, Herrn Ritter zu erreichen, immer abends. Aber ich habe ihn nie angetroffen. Was wollen Sie ihm denn verkaufen? Na, Immobilien. In der Schweiz. Ach, Herr Ritter ist in der Schweiz. Er ist heute Morgen hingeflogen. Ach, was ein Pech auch. Dann hätte er die Objekte ja besichtigen können. Darf ich Sie auch was fragen? Bitte? Sie waren ungewöhnlich früh dran für einen Besuch bei einem Mann. Woher wissen Sie, dass es ein Besuch war? Vielleicht wohne ich dort. Vielleicht bin ich sogar mit ihm verheiratet. Nein. Dann würden Sie nicht den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten werfen. Bei Ihnen muss man vorsichtig sein. Sie passen genau auf. Darf ich Sie noch was fragen? Wie heißen Sie? Ich würde Sie gerne wiedersehen. Danke fürs Bringen. Ich versuche es noch mal. Sagen Sie das bitte, Herrn Ritter. Und legen Sie ein gutes Wort für mich ein.
das Aroma, das du geschickt hast, ist angekommen. Alles ist, wie sagt man, untergebracht. Der ganze Betrag. Ich rufe wieder an. Ruf nicht zurück. Mein Telefon wird, na, du weißt schon. Ciao. Und Sie sagten, der sprach mit italienischem Akzent? Ja, aber der war nachgemacht mit verstellter Stimme. Das lag neben seinem Telefon. Was sind das für Zahlen? Konto 60.000, Devisen 60.000, Gold 80.000. Wahrscheinlich Überlegungen, wie er sein Geld anlegen will. Mein Geld? Was hat er denn zürich angelegt? Ich hab's doch gewusst! Übrigens wäre ich heute Morgen fast aufgeflogen. Anke Freitag kam aus Ritters Wohnung. Was, Frau Freitag? Die war bei Ritter in der Wohnung. Seit wann? Schon gestern Abend? Anzunehmen, die ist nicht erst zum Frühstück gekommen. Na, das ist doch der Beweis. Eine Frau wie Anke, die kann der Ritter doch gar nicht finanzieren. Jedenfalls nicht von seinem Gehalt. Deshalb greift er in die Kasse. Die leistet er sich von meinem Geld, der Schweinepelz. Sein Wagen steht am Flughafen. Ich bleib dran. Nein. Den Namen von der Bank in Zürich finden Sie nicht raus, wenn Sie hier in Frankfurt mit dem Auto hinter mir zocken. Wir brauchen eine neue Strategie, die muss ich erst mit Ihrem Chef besprechen. Der ist nicht mein Chef. Du sollst Ritter jetzt rund um die Uhr beschaffen. Ach ja, so plötzlich. Jetzt ist es ein bisschen spät. Wenn ich mit nach Zürich geflogen wäre, dann wüssten wir jetzt, bei welcher Bank Ritter die Moneten bunkert. Vielleicht. Aber genau besehen hätte uns das auch nicht weitergeholfen. Wir müssen Ritter bei seinem nächsten Geldtransport in Flagranti erwischen. Immerhin hätte ich Ritter nach dem Rückflug wieder abfangen können. Aber das wollte dein oberschlauer Mandant ja nicht. Ich sage dir, das hängt alles mit Anke Freitag zusammen. Er hat mich gestoppt, als er hörte, dass die Kleine bei Ritter unter der Steppdecke lag. Vielleicht hat Engelhardt ja auch mal ein Verhältnis mit ihr gehabt. Ist ja auch egal. Knöpft er die Beine noch mal richtig vor. Ich meine, das liegt dir doch auch viel mehr als diese blöde Kocherei, oder? Außerdem könntest du dir da mal wieder was richtig Gutes zu essen leisten. Engelhardt zahlt nämlich eine Prämie. Ah ja. Wie viel? 10% von jeder Mark, die du ihm wieder beschaffst. Ist doch was. Ist der Top-Favorit. Der hat die höchsten Vorwürfe. Aber nicht für mich. Außerdem bringt er keine Quote. Er hat die letzten drei Rennen gewonnen. Einmal sogar auf nassem Boden, obwohl er nach dem Tor fiel. Das ist mein Tipp. Aquarius. Das ist ein Hengst mit ausgezeichnetem Material. Der hat 5 Starts in diesem Jahr und noch keinen Sieg. Aber er wird doch von Achim trainiert. Achim Lotter, der baut seine Pferde wirklich sehr sorgfältig auf. Mit viel Geduld. Dafür ist er schließlich bekannt. Glaub mir, Aquarius, der ist jetzt soweit. Ich gehe jetzt zum Führing. Warte, ich komm mit.
Ach, hallo. So sieht man sich wieder. Hallo. Das ist der Anlageberater, von dem ich dir erzählt habe, der dich besuchen wollte. Darf ich vorstellen? Herr Matula, Herr Ritter. Angenehm. Stell dir vor, ich habe Herrn Matula für einen Taxifahrer gehalten. Aber er hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht und mich gefahren. Sonst wäre ich zur spitzen Arbeit gekommen. Also Sie Anlageberater? Ja. Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, wie man sein Geld beim nächsten Rennen hier anlegt? Favorit ist Big Boy. Aber der bringt keine Quote. Auf wen setzen Sie? Ich auf Aquarius. Ja, das ist der hier. Aber der hat die letzten 5 Mal nie gewonnen, steht hier. Das ist richtig. Aber das Pferd besitzt ausgezeichnetes Material. Und es wird von Achim trainiert. Achim? Achim Lotter. Der ist dafür bekannt, dass er seine Pferde mit viel Geduld aufbaut. Aquarius ist jetzt soweit. Welcher ist jetzt Aquarius? Die Nummer steht da im Programm. Ja. Sie kennen sich aus. Dürfen wir uns da anhängen? Klar, Sie können sich beteiligen. Na dann los. Wie hoch gehen Sie denn? Ich würde vorschlagen, 500 Mark für jeden. Das ist mir zu viel. Also ich bin ja hier, um Spaß zu haben, nicht mich zu ruinieren. War doch ein Scherz. Mehr als 20 Mark ist bei mir nicht recht. Das ist doch zu schade. Aber die Dame... Der Starter lässt die Pferde nun in die Startmaschine führen. Der Start erfolgt in 1 bis 2 Minuten. Darf ich mal? Ah, jetzt geht auch langsam der letzte Gaul rein. Aber jetzt kann es ja gleich losgehen. Viel Glück, Aquarius. Zeig's ihm. Alle vier in den Boxen. Start. Hallo, Go. Nimmt an der Außenseite die Spitze, dahinter Slim Speed, innengehend und dazwischen an dritter Position Herbstblüte. Herbstblüte nun in Front, vor Slim Speed ganz an der Innenseite, dahinter Logo, dann Aquarius innengehend und an der Außenseite Morgenstern. Das Feld kommt nun in den an der Spitze Slim Speed innengehend, Morgenstern, dahinter Logo, Innenseite. Sagen Sie, ich muss Sie was fragen, wie kommen Sie eigentlich darauf, dass ich Geld einzulegen habe? Jetzt enttäuschen Sie mich nicht, sagen Sie nicht, dass das eine Falschmeldung war. Nein, im Ernst, also wie kommen Sie auf mich? Wie kommen Sie auf meinen Namen? Durch meinen Arbeitgeber. Wir sind eine Firma, die auf Immobilien spezialisiert ist, mit Sitz in der Schweiz. Jeder Mitarbeiter bekommt Listen mit Namen und Adressen, die erfolgversprechend sind. Und auf den Listen stehe ich drauf? Ja, das sind Kunden, die bei irgendwelchen Banken Nummernkonten oder Schließfächer haben. Also unterstellen wir, dass die mit ihrem Geld besonders großzügig sind. Ja. Aber ich habe kein Nummernkonto in der Schweiz. Ja, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern. Ich habe überhaupt kein Konto im Ausland. Ich habe ein Girokonto in Frankfurt. Das verstehe ich nicht. Ich habe uns eine kleine Stärkung besorgt. Oh, das kann man gut gebrauchen. Wer gewinnt? Ah, das ist überhaupt wichtig. Wir müssen Aquarius ein bisschen unterstützen, sonst wird das nichts mit unserem Geheim. Monika und Aquarius. An der Außenseite greift Big Boy an. Der vorläufige Richterspruch des 6. Rennens. An der Wand kommt dies alles, da gehört Aquarius. Aquarius. Aquarius, Aquarius. Genau so, Aquarius. Danke, du Wind. Ich hab bringst auch noch meine Runde. Nein, für dich nicht mehr, danke. Danke. Sei kein Frosch, danke. Also wirklich, Aquarius ist jetzt soweit. Aquarius besitzt ausgezeichnetes Material. Du sagst es. Du bist der Größte, Josef. Prost. Da kann ich nicht widersprechen, bei aller mir angeborenen Bescheidenheit.
Richard, was ist mit der Runde? Jo. Nicht mehr, Volker. Ich muss nach Hause, ich muss ins Bett. Danke, danke. Danke, wir müssen doch feiern. Was tun wir denn seit dem Nachmittag? Wir haben doch schon mehr versoffen, als wir gewonnen haben. Also, okay. Oh, da habe ich Reserven. Danke, ich fahre dich nach Hause, ich verspreche es dir. Um Gottes Willen, Volker, ich nehme ein Taxi. Na, okay. Herr Wirt, können Sie mir bitte ein Taxi bestellen? Vor dem Eingang ist ein Taxi-Stand. Ich besorge Ihnen eins. Dankeschön. Ich bin nichts verschenkt. Anke, bleib doch noch, Mensch, jetzt Nein, hier. Ich muss gehen. Eine schöne Frau lässt mich gehen. Ich komm doch mit. Nein, Volker, heute nicht. Ich muss morgen früh pünktlich rauskommen. Ciao, wir telefonieren. Ciao, Josef. Wir fühlen uns schmählich im Stich gelassen. Nur nicht weinen. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Ciao. Das hoffe ich. Geht ihr auch? Volker, du bist ein Glückspilz. Das wäre eine wunderbare Frau für dich. Ich beneide dich. Du hast keine Ahnung, Josef. Wovon? Von Frauen? Da habe ich eine Menge Ahnung, eine Menge. Nein, vom Pilz. Ich meine vom Glück. Vom Glückspilz. Das Glücks. Prost. Wo ist denn mein Bier? Ein Bier bitte noch. Oh Mann. Josef, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis. Du stehst mit einem Bein auf meinem Fuß. Tut mir leid, Entschuldigung. Mit welchem Bein? Mit dem. Ich meine, mit welchem Bein stehst du im Gefängnis und aus welchem Grund? Aus gar keinem Grund. Ich rede zu viel. Schön. Komm, lass uns auch gehen. Also bitte. Wenn du mir nicht vertraust. Bisher. Natürlich habe ich Vertrauen zu dir. Es spürt doch, dass ich zu dir Vertrauen haben kann. Also pass auf. Ich war vor ein paar Tagen in Zürich. Mit einem Koffer. Da rätst du nicht, was da drin war. Deine Zahnbürste. 200 Riesen. 200.000 Mark in Bar. Was hast du dir denn so Teures gekauft? Ich habe mir doch nichts gekauft. Ich habe das auf die Bank gebracht. Die Bank, was? Und da setzt du 20 läppische Mark? Für 500 wären wir durch Aquarius reich geworden. Das ist doch nicht mein Geld. Das ist Geld von meinem Chef. Und dem gehört es auch nicht. Also das ist kompliziert, das muss ich mir erklären. Hey, hier ist finster. Was ist denn los? Ja, es ist Feierabend. Fünf Minuten noch. Die Computerbranche ist eine Zeitbombe. Heute top, morgen flop. Und da sorgt mein Chef vor. Na, und klingt doch vernünftig. Ja, aber mit Geld, das ihm nicht gehört. Pass auf. Er gibt mir Rechnungen, die ich bezahlen soll. An eine Firma Zörner Finanz in Zürich und eine Firma Xanthin Finanz in Frankfurt. Für Lieferungen. 5- bis 6-stellige Beträge, jeden Monat. Na und? Was soll denn daran faul sein? Keine Firma hat bis jetzt noch irgendwas geliefert. Beide nicht. Da kann dir doch egal sein, was dein Chef mit seinem Geld macht. Ist doch nicht sein Geld. Bei wem gehört das Geld denn oder wo nimmt das her? Von der Bank. Also das heißt, besser gesagt, von mehreren Banken. Der hat bei jeder eine Kreditlinie und die schöpft er aus. Und er räumt jede müde Mark ab, die er kriegen kann. Mich nicht schlafen. Liegst du etwa noch im Bett? Ist was dagegen? Ich arbeite schließlich nachts. Naja, ich versuch seit anderthalb Stunden dich anzurufen. Ach ja, hast dein Telefon mal wieder entsorgt, ja? Rainer, das Telefon bleibt da, wo es hingehört. Bist du in deinem Zustand etwa noch Auto gefahren? Wieso? Steht mein Auto etwa draußen? Ich habe nichts gesehen. Ah, da besteht Hoffnung, dass ich vernünftig war. Ich gehe duschen. Bleib mal hier. Bleib mal hier! Engelhardt war bei mir heute Morgen, in aller Herrgottsfrühe. Wahrscheinlich gerade um die Zeit, als du nach Hause gekommen bist. Oh. Oh, ja. Ist ja gut, Papa. Und was wollte er? Er kam direkt aus seinem Büro zu mir. Er hat die ganze Nacht Rechnungen überprüft, Zahlungen, Überweisungen und so weiter. Und weißt du, was er dabei festgestellt hat? Sein Buchhalter überweist jeden Monat an eine bestimmte Firma hier in Frankfurt hohe Summen. Ritter? Ja. Für Warenlieferungen. Und weißt du, was der Haken an der Sache ist? Die Firma Xanthin Finanz hat noch nie Waren geliefert.
Woher weißt du das? Woher kennst du denn den Namen der Firma? Hey, ich hab dich das gefragt. Ich hol mir erstmal einen Kaffee. Aus dem Kühlschrank. Kalter Kaffee macht schön. Altes Geheimrezept der Familie Matula. Wie nennst du das, Kaffee? Ich nenn das Bier. Ich nenn das Kaffee, jedenfalls nach dem Aufstehen. Bier zum Frühstück, das gibt nur Diskussionen. Ja, komm, lass uns endlich versuchen, die Sache mal auf die Reihe zu kriegen. Also gut. Ritter sagt, Engelhardt hätte ihn beauftragt, Rechnungen zu bezahlen für Waren, die nie geliefert wurden. Ja, aber Engelhardt weiß nichts von diesem Auftrag. Und Engelhardt ist unser Auftraggeber. Mein Gott, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ritter hat mir doch selbst davon erzählt. Freiwillig. Das würde er doch nicht tun, wenn er Dreck am Stecken hätte. Ach, was weiß ich, vielleicht hat er mitbekommen, dass du ihm nachforschen sollst. Und hat er die Flucht nach vorne getreten. Das kann auch sein. Mein Freund Volker Ritter ist sauber. Das sagt mir schon meine Menschenkenntnis. Ja. Ich komme gerade vom Registergericht. Es gibt tatsächlich eine Firma Xanthin Finanzier in Frankfurt. Und weißt du, wer als Geschäftsführer und als alleiniger Gesellschafter im Handelsregister steht? Dein Freund Volker Ritter. Entschuldigen Sie bitte die Störung, wir möchten zur Firma Xanthin Finanz. Die ist hier nicht. Es steht doch da aber. Ja, aber das ist hier nicht. Und wozu ist das Schild da? Die sind hier Mieter. Ich habe untervermietet ein Zimmer. Aber das Zimmer steht leer. Und die haben nur die Schilder aufgehängt und einen Briefkasten. Es kommt also Post hierher für die Xanthin Finanz. Ja, sonst bräuchten die ja keinen Briefkasten. Da haben Sie natürlich recht. Was machen Sie mit der Post? Leiten Sie die weiter? Nein, die wird abgeholt. Wie kriegen Sie denn Ihre Miete? Er hat im Voraus bezahlt, für 6 Monate. Wer? Wissen Sie, wie der Mann heißt? Natürlich hat er sich vorgestellt. Er hat mir sogar seinen Ausweis gezeigt, damit das alles seine Ordnung hat. Ein Ritter, Volker Ritter. War's das? Ja, vielen Dank. Tschüss. Na? Nix na. Irgendwas ist da faul. Ich kann ja auch sagen, was? Dein Freund Ritter zieht Engelhardt über den Tisch. Und dich gleich mit, aber du merkst das natürlich nicht. Ich hab die ganze Nacht mit ihm gesoffen. So was läuft nicht bei dem. So blöd kann man gar nicht sein. Komm, die Beweise sind eindeutig. Also ich fahre jetzt erstmal zu Engelhardt und berichte ihm, was wir rausgefunden haben. Lass mich vorher noch mal mit Ritter reden. Wir wollen jetzt keinen Fehler machen. Komm, das bringt doch nichts. Gib mir 2 Stunden Zeit, mehr brauche ich nicht. So. Halt mal. Ach nein. Ach ja. Die Buchhaltung bitte. Volker? Josef Matula. Falls du meinen Namen nicht aus deinem Gedächtnis gestrichen hast nach der letzten Nacht. Wie geht's dir denn? Mir auch, mir geht's genauso. Sag mal, vermisst du nichts? Morgen, Volker. Ich hab dir gedacht, dir geht's wie mir. Danke, Josef. Ich muss leider wieder los. Ich habe nur eine halbe Stunde Mittagspause. Einen Moment noch, Volker. Du hast mir doch von diesen Zahlungen erzählt. Die Firma Xanthin Finanz gibt es wirklich. Und sie gehört dir.
Was hast du? Du bist im Handelsregister eingetragen. Als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Das kann doch nicht sein. Ich schwör's dir. Da missbraucht jemand meinen Namen. Volker, man muss sich ausweisen, wenn man ein Konto eröffnen will. Also ein Konto auch? Das Büro, der Mietvertrag, alles läuft auf deinen Namen. Auf meinen Namen? Ritter? Ja. Moment. Mir ist mein Ausweis weggekommen, das ist schon einige Monate her. Ja, der ist mir gestohlen worden, Tatsache. Und wahrscheinlich in der Firma. Und das kann jeder gewesen sein. Auch Engelhardt. Dein Chef klaute einen Ausweis. Ganz normal. Ja, warum denn nicht? Das kann sein. Er hat mir doch die Aufträge für diese Zahlungen gegeben. Er hat mich nach Zürich geschickt. Anke kann das bestätigen. Sie war bei mir in der Wohnung, als Engelhardt angerufen hat. Am Abend vor meinem Flug nach Zürich. Das stimmt. Hä? Am besten wir fragen Anke. Komm. Übrigens, sie ist nicht in der Firma, die ist heute gar nicht gekommen. Aber die hat doch gar nicht so viel getrunken. Los, komm, wir fahren zu ihr. Du auch? Sie ist nicht da. Aber in der Firma ist sie auch nicht. Komm mal mit. Wohin? Anke hat eine Terrasse, da hat sie einen Schlüssel versteckt. Möglicherweise hat sie einen guten Grund, nicht aufzumachen. Vielleicht hat sie Besuch. Anke, bist du da? Nein. Komisch. Oh, Scheiße. Volker. Telefon. Warte, entschuldige, mir ist schlecht. Sag mal, der Typ, der das gemacht hat, wie ist der überhaupt reingekommen? Darum soll sich die Polizei kümmern. Warte, überleg doch mal. Wahrscheinlich, also ich nehme an, durch die offene Terrassentür. Ja, vielleicht hat er sie geöffnet, als er abgehauen ist. Oder er hat Anke... Hat er auf sie gewartet draußen vor dem Haus nachts, als sie zurückgekommen ist? Sie kannte ihn und hat ihn dann drangenommen. Oder er ist mit dem Schlüssel rein, der jetzt fehlt. Möglichkeiten gibt es viele. Wen willst du denn anrufen? Ja, die Polizei natürlich. Was hast du denn gedacht? Das gibt doch nur Probleme. Nicht für uns.
Uns kann man nichts anhängen. Trotzdem, die werden es versuchen. Wir waren in der Kneipe, bis Anke gegangen ist. Wir waren den ganzen Abend zusammen. Ja, bis wir uns getrennt haben. Na bitte. Und wenn du denen erzählst, dass ich noch zu Anke fahren wollte? Wovor hast du Angst, Volker? Wenn du den Schlüssel benutzt hättest, der jetzt fehlt, dann hättest du mir kaum davon erzählt. So blöd wirst du ja nicht sein. Draußen ist eine Telefonzelle, komm. Hör auf zu saufen, das hilft nicht. Ich habe ein Todesfall zu melden. Gartenstraße 18a. Nein, kein Notarzt. Die Mordkommission. Sie wurde... Sag mal, bist du wahnsinnig? Was ist mit dir los? Wolfer, lass mich hier raus! Geh, du Arsch, bleib hier! Bist du verrückt geworden? Ausgerechnet die Akte von dem Dr. Morgan, die jetzt hier. Anwaltskanzlei Dr. Frank? Ja, Helga, ich bin's. Ist er da? Es ist eilig. Ach, Herr Matula, Dr. Frank, nein, der ist gerade raus. Ich soll ihn ausrichten. Wann ist er weggefahren und wohin? Na, zur Firma Engelhardt. Ich soll Ihnen sagen, er hat genau 2 Stunden auf Sie gewartet. Was meinen Sie? Ist er schon da und kann ich ihn da erreichen? Minuten. Sie können ja versuchen, ihn übers Autotelefon zu erreichen. Ich bin in der Telefonzelle, ich habe kein Kleingeld mehr. Ja, dann kann ich es ja probieren. Was soll ich ihm sagen? Lassen Sie es, Helga, ich fahre hin. Danke. Hey, Jungs, wollt ihr euch auf die Schnelle einen 10er verdienen? 10 Mark? Ja. 20 wäre mir lieber. Guten Tag, mein Name ist Frank. Ich möchte zu Herrn Engelhardt. Moment, ich frage mal nach Robert Eisen. Ja, hallo, lieber. Sagen Sie, man möchte sich im Moment gedulden, ja? Ja. Rechtsanwalt Frank, ich halte es für besser, wenn er sich nicht sieht. Hier ist Geld. Erstmal 1000, aber Sie bekommen mehr, ja? Nerven behalten, Ritter. Sie werden sehen, in einigen Tagen hat sich alles geklärt. Gehen Sie hinten raus, damit Sie mir nicht begegnen. Ja? Und tun Sie, was wir besprochen haben, und melden Sie sich, damit ich weiß, wo ich Sie erreichen kann. Sagen Sie, Herr Dr. Frank, ich lasse Sie bitten. Herr Dr. Frank? Danke. Ah, Herr Dr. Frank. Danke, Herr Engelhardt. Nee, Mann, es ist kein gutes Zeichen, dass Sie sich persönlich hier bemühen. Ja, das, was ich Ihnen sagen möchte, sollten wir besser nicht am Telefon besprechen. Ja, bitte nehmen Sie Platz. Danke. Ja, ich bin also dem nachgegangen, was Sie mir anvertraut haben. Ihr Buchhalter Ritter ist alleiniger Inhaber der Firma Xanthin Finanz. Er hat auch Vollmacht für das Firmenkonto, auf das diese merkwürdigen Zahlungen gehen. Und dann hat er noch unter seinem Namen ein Büro angemietet für die Firma Xanthin Finanz. Das besteht aber nur aus ein paar Schildchen und einem Briefkasten. Ja. Sowas hatte ich befürchtet. Moment, Ritter soll selbst hören, was Sie herausgefunden haben. Ich möchte, dass Sie Zeuge sind, wie er darauf reagiert. Ja, Ritter soll in mein Büro kommen. Danke. Ritter ist nicht mehr an seinem Schreibtisch. Er ist mit seinem Wagen weggefahren vor wenigen Augenblicken. Glauben Sie, dass er abhauen will? Ich fürchte, jetzt müssen wir die Polizei einschalten, Herr Dr. Frank. Wenn Ritter nicht gefasst wird, bevor er mit dem Geld verschwunden ist, dann bin ich am Ende.
Der muss aber da sein. Da muss ich Konkurs anmelden. Ich sag's Ihnen jetzt nochmal ganz langsam und deutlich, Herr Engler. Was ist denn? Sie lassen mich jetzt zu ihm, sonst passiert was. Nicht anfassen, Freundchen, sonst breche ich Ihnen das Händchen. Schon gut, Weber. Das heißt? Das heißt das. Darf ich Ihnen den Weg zeigen? Danke, Weber, ich brauch Sie nicht mehr. Gut, dass du kommst. Das sieht so aus, als würde Ritter abhauen wollen. Ich habe auch eine Neuigkeit. Anke Freitag ist ermordet worden. Frau Freitag ermordet? Ja, erschlagen. Die Frau Freitag, die hier bei uns arbeitet? Genau die. Ich war in ihrer Wohnung mit Volker Ritter. Wie haben Sie gefunden? Mit Ritter? Haben Sie nicht gesagt, dass die beiden miteinander ein Verhältnis hatten? Ist das ein Grund, sie umzubringen? Ja, vielleicht ist sie dahinter gekommen, hinter seine Unterschlagungen. Ich meine, wenn man miteinander schläft, geschlafen hat, dann gibt es ja nicht viel, was man voneinander verbergen kann. Und vielleicht hat sie gedroht, ihn anzuzeigen. Vielleicht ist es ganz anders gelaufen. Anke Freitag war dabei, als sie Ritter in seiner Wohnung vor ein paar Tagen angerufen haben. Sie haben ihn nach Zürich geschickt. Ja, Zürich? Ich? Ja. Mit einem Koffer voll Geld, den er für Sie zur Bank bringen sollte. Wer sagt das? Frau Freitag? Nein, Ritter. Frau Freitag konnte nichts mehr sagen. Sie war schon tot. Das ist doch Unsinn. Blühender Unsinn. Alles frei erfunden. Sagen Sie, was würde Anke Freitag sagen, wenn sie noch reden könnte? Ich bezahle Sie, Herr Matula. Peanuts. Sie haben den Auftrag übernommen, Nachforschungen anzustellen, weil in meiner Firma Geld verschwindet. Was tun Sie? Sie tun sich mit dem Kriminellen zusammen, der das Geld unterschlägt. Sagen Sie mir mal, dass juristisch ein Interesse hat. Ich würde gerne noch einen Moment zuhören, Herr Engler. Gut, dass wir reden sind. Der Auftrag ist beendet. Sie sind gefeuert. Okay. Ab jetzt arbeite ich im eigenen Auftrag. Ich wiederhole meine Frage. Was wäre, wenn Anke Freitag bezeugt hätte, dass es diesen Anruf von Ihnen bei Ritter tatsächlich gab? Antworten Sie schon. Das geht schon auf meine Rechnung. Es kostet nicht mehr Ihr Geld. Ich glaube, es kostet meine Nerven. Ich will Sie ja nicht mehr sehen. Hauen Sie ab. Sonst lasse ich Sie rauswerfen. Weber! Ja, bitte? Na schön, dann soll das eben die Polizei klären. Ich erzähle Ihnen, was ich weiß. Der Rest ist dann nicht mehr mein Bier. Kommst du mit? Wohin denn? Zum Spielplatz? Du benimmst dich wirklich wie ein kleines Kind, Josef. So, meinst du, ja? Ja. Unfassbar. Unfassbar. Du hast Glück, dass du mich antriffst. Und? Warst du bei der Polizei? Nein, auf dem Spielplatz. Ja, ja, ist ja gut. Ich war aber bei der Polizei. Ach, du grüne Neune. Ich habe deinen Freund Ritter angezeigt, wegen Untreue und Unterschlagung. Also eins steht fest, Helga und ich essen nicht bei dir an. Umba auch nicht. Ich auch nicht. Ich werde aus diesem Ritter nicht schlau. Ich überlege schon, ob ich richtig liege in meinem Verdacht gegen Engelhardt. Oder ob nicht doch Ritter Anke Freitag ermordet hat. Dann hätte er dich doch nie in ihre Wohnung mitgenommen. Wir sind über die Terrasse rein. Er hat alles angefasst. Er hat kein bisschen aufgepasst. Nehmen wir mal an, er war der Täter. Und später ist ihm eingefallen, dass er Spuren hinterlassen hat. Fingerabdrücke. Dann hat er doch jetzt, nachdem er mit mir da war, eine plausible Erklärung dafür. Ja, aber er hat kein Motiv. Engelhardt hat eins. Das ist ein Denkfehler. Das Geld, das verschwindet, geht an eine Firma, die Ritter gehört. Es stinkt. Es fließt auf ein Konto, für das Ritter Vollmacht hat. Engelhardt hat gar keine Möglichkeit, darüber zu verfügen. Das gilt für das Frankfurter Konto. Und was ist mit dem Züricher Konto? Das läuft auf Engelhardts Namen. Das ist doch schlau. Er hat zuerst dafür gesorgt, dass es aussieht, als habe sein Buchhalter das Geld beiseite geschafft. Dann hat er Konkurs angemeldet und jetzt kann er das Geld, das in Zürich liegt, in aller Ruhe verbraten. Tja, genial. Und wie verhindert er, dass Ritter das richtig stellt?
Detektivbüro, Matula. Hallo. Hallo. Sprechen Sie doch. Melden Sie sich. Josef. Gut, dass du anrufst, Volker. Ich glaub's einfach nicht. Ich ruf eigentlich nur an, weil ich das nicht glaube. Was glaubst du nicht? Du bist ein Schnüffler? Ja, du hast dich an mich rangemacht, um... Nur um mich auszuspionieren? Volker, das stimmt so nicht. Lass uns darüber reden. Wo bist du? Ich hab geglaubt, ich lese nicht richtig. Detektivbüro Matula steht da hier im Telefonbuch. Und der meldet sich auch noch so. Wer hat dich auf mich angesetzt? Ja? Sag schon, du Sau. Die Leute, denen mein Chef Geld schuldet, ja? Ist ja klar. Aber wer? Die Banken? Die Lieferanten? Dein Chef, Volker. Engelhardt. Dann lüg doch nicht, das stimmt doch nicht. Engelhardt hat mich vor dir gewarnt. Engelhardt treibt ein falsches Spiel mit dir. Engelhardt hilft mir. Der hilft mir, bis die Sache mit Anke geklärt ist. Wo ist er? Du hast die Polizei angerufen. Aber Engelhardt hilft mir. Der gibt mir Geld und sorgt dafür, dass ich untertauchen kann. Volker, von wo rufst du an? Arschloch. Volker! Engelhardt sorgt dafür, dass Ritter verschwinden kann. Sehr edel. Komm. Wohin? Da ist er. Was ist denn jetzt los? Geht er jetzt zum Flutlichtgolf? Bestimmt nicht zu Fuß, oder? Mein Freund Weber. Kettenhund und Mädchen für alles. Brav. Jetzt muss er nur noch einen Diener machen. Na los, fahr hinterher. Das ist der Wagen von Ritter. Der da? Warte hier. Das Haus hat 10 Stockwerke, das hat doch keinen Sinn. Guten Abend. Würden Sie mir freundlicherweise sagen, ob Herr Ritter schon im Haus ist? Einen Moment, bitte. Nein, auch keine Reservierung auf diese Namen. Ah ja, und Herr Engelhardt? Auch nicht, tut mir leid. Na ja, dann werden die beiden Herren mal wieder vergessen haben zu reservieren. Macht nichts, sie kommen sicher noch. Merci, Mademoiselle. Je vous en prie. Unser Ritter hat sich nicht einquartiert. Und der Engel hat auch nicht. Tja. Gib ihm mal einen Hunderter. Ja, ja, gib ihm. Sag mal, du kannst doch hier. Josef, das. Abend. Ich suche einen Gast, der versehentlich aus der Hotelbar mein Feuerzeug mitgenommen hat. Ungefähr meine Größe, dunkelblond und trug eine Krawatte mit schrillem Karo. Mit einem schrillen Karo? Ist er vielleicht Aquarius? Aquarius, das ist er. Moment bitte, ich versuch's mal. Na, warte schreiben. Deshalb sehe ich keinen Ausweg mehr.
Unterschrift. Herr Aquarius, mir das ist leider nicht da. Welche Zimmernummer hat er denn? Wollen Sie eine Nachricht hinterlassen? Nein, ich habe ja genug Feuer. Geld, Geld, Geld. Die Dame ist Französin, da musst du es mit Charme versuchen. Soll ich zum Schmieren vielleicht erst einen Sprachkurs machen? Bemühe dich nicht. 503. Ich habe gesehen, wie sie gewählt hat. Gut. Ah, Geld, Geld, Geld. Guten Abend. Good evening. Wollte ich auch gerade sagen. Hör mal. Badet da jemand? Hört sich so an. Komisch. Ich versuche mal was. Bleib du hier, falls jemand rauskommt. Glaubst du mir jetzt, dass dein Mandant dich über den Tisch ziehen wollte? Tö, nicht nur mich. Deine Prämie ist ja wohl ins Wasser gefallen. Woher wissen Sie das? Ich weiß es. Wenn ich mitfliege, kann ich feststellen, wo er das Geld deponiert. Aber es eilt. Sie müssen sich sofort entscheiden. Und es kostet. Also deshalb hat er freigenommen. Ich habe mich schon gewundert. Sind Sie sicher, dass er fliegen wird? Er sitzt praktisch schon in der Maschine. Na, das passt doch. Es ist eine gute Gelegenheit, sich in seiner Wohnung ein bisschen umzusehen. Seine Wohnung? Sie haben sie wohl nicht mehr alle. Wie stellen Sie sich das vor? Nicht aufregen, Herr Matula. Ich stelle mir vor, dass ich Ihnen dafür ein extra Honorar bezahle. Also das ist ein Auftrag, der... Also das ist nicht ohne Risiko. Auf jeden Fall ist das Risiko gleich null. Das Ritter Sie dabei überrascht. Also keine Angst, Herr Matula. Thank you very much. How much? No. Bon voyage. Schnell. Warten Sie, Moment noch. Oh, ich hab's nicht eilig. Ich hab verschlafen. Wie lange brauchen Sie denn bis zur Horkheimer Straße? Und das kommt drauf an, wer die Späße bei der Polizei übernimmt. Wir werden schon nicht erwischt. Bitte. Mein Chef hat gedroht, dass er mich feuert, falls ich mich noch mal verspäte. Sie bekommen gutes Trinkgeld, wenn wir es noch rechtzeitig schaffen. Oh, sorry. So, dann wollen wir mal.
Aber das ist ja gar kein Taxi. Natürlich nicht. Wie kommen Sie darauf? Ich hatte ein Taxi bestellt. Ich habe gesagt, ich hab's eilig, weil ich verschlafen habe. Sie sehen, ich tue, was ich kann. Und wo fahren Sie hin? In die Horkheimer Straße, wie Sie es gewünscht haben. Das ist ein Missverständnis. Warum haben Sie sich nicht geweigert? Ich weigere mich nie bei schönen Frauen. Was wollten Sie von Volker? Mein Name ist Matula. Ich bin Anlageberater. Ich habe zurzeit eine sehr interessante Immobilie anzubieten. Mit einer wirklich guten Rendite. Darüber wollte ich mit Herrn Ritter reden. Herr Ritter ist verreist. Sehen Sie, da verpasse ich ja nichts. Drei Minuten vor, Sie sind pünktlich. Sogar zu früh. Das hat es noch nie gegeben. Genau wie Sie. Sie waren ungewöhnlich früh dran für einen Besuch beim Kunden. Ich habe mehrmals versucht, Herrn Ritter zu erreichen, immer abends. Aber ich habe ihn nie angetroffen. Was wollen Sie ihm denn verkaufen? Na, Immobilien. In der Schweiz. Ach, Herr Ritter ist in der Schweiz. Er ist heute Morgen hingeflogen. Ach, was ein Pech auch. Dann hätte er die Objekte ja besichtigen können. Darf ich Sie auch was fragen? Bitte? Sie waren ungewöhnlich früh dran für einen Besuch bei einem Mann. Woher wissen Sie, dass es ein Besuch war? Vielleicht wohne ich dort. Vielleicht bin ich sogar mit ihm verheiratet. Nein. Dann würden Sie nicht den Wohnungsschlüssel in den Briefkasten werfen. Bei Ihnen muss man vorsichtig sein. Sie passen genau auf. Darf ich Sie noch was fragen? Wie heißen Sie? Ich würde Sie gerne wiedersehen. Danke fürs Bringen. Ich versuche es noch mal. Sagen Sie das mit der Herrn Ritter. Und legen Sie ein gutes Wort für mich ein. Der war nachgemacht mit verstellter Stimme. Das lag neben seinem Telefon. Was sind das für Zahlen? Konto 60.000, Devisen 60.000, Gold 80.000. Wahrscheinlich Überlegungen, wie er sein Geld anlegen will. Mein Geld? Was hat er in Zürich angelegt? Ich hab's doch gewusst! Übrigens wäre ich heute Morgen fast aufgeflogen. Anke Freitag kam aus Ritters Wohnung. Was, Frau Freitag? Die war bei Ritter in der Wohnung. Seit wann? Schon gestern Abend? Anzunehmen, die ist nicht erst zum Frühstück gekommen. Na, das ist doch der Beweis. Eine Frau wie Anke, der kann der Ritter doch gar nicht finanzieren. Jedenfalls nicht von seinem Gehalt. Deshalb greift er die Kasse. Die leistet er sich von meinem Geld, der Schweinepelz. Sein Wagen steht am Flughafen. Ich bleib dran. Nein. Den Namen von der Bank in Zürich finden Sie nicht raus, wenn Sie hier in Frankfurt mit dem Auto hinter mir zocken. Wir brauchen eine neue Strategie, die muss ich erst mit Ihrem Chef besprechen. Der ist nicht mein Chef. Engelhardt war bei mir heute Morgen, in aller Herrgottsfrühe. Wahrscheinlich gerade um die Zeit, als du nach Hause gekommen bist. Oh. Oh, ja.
Ist ja gut, Papa. Und was wollte er? Er kam direkt aus seinem Büro zu mir. Er hat die ganze Nacht Rechnungen überprüft, Zahlungen, Überweisungen und so weiter. Und weißt du, was er dabei festgestellt hat? Sein Buchhalter überweist jeden Monat an eine bestimmte Firma hier in Frankfurt hohe Summen. Ritter? Ja. Für Warenlieferungen. Und weißt du, was der Haken an der Sache ist? Die Firma St. Dien Finanz hat noch nie Waren geliefert. Woher weißt du das? Woher kennst du denn den Namen der Firma? Hey, ich hab dich das gefragt. Ich hol mir erstmal einen Kaffee. Aus dem Kühlschrank. Kalter Kaffee macht schön. Altes Geheimrezept der Familie Matula. Wie nennst du das, Kaffee? Ich nenn das Bier. Ich nenn das Kaffee, jedenfalls nach dem Aufstehen. Bier zum Frühstück, das gibt nur Diskussionen. Ja, komm, lass uns endlich versuchen, die Sache mal auf die Reihe zu kriegen. Also gut. Ritter sagt, Engelhardt hätte ihn beauftragt, Rechnungen zu bezahlen für Waren, die nie geliefert wurden. Ja, aber Engelhardt weiß nichts von diesem Auftrag. Und Engelhardt ist unser Auftraggeber. Mein Gott, wie oft soll ich dir das noch sagen? Ritter hat mir doch selbst davon erzählt. Freiwillig. Das würde er doch nicht tun, wenn er Dreck am Stecken hätte. Ach, was weiß ich, vielleicht hat er mitbekommen, dass du ihm nachforschen sollst. Und hat er die Flucht nach vorne getreten. Das kann auch sein. Mein Freund Volker Ritter ist sauber. Das sagt mir schon meine Menschenkenntnis. Ja. Ich komme gerade vom Registergericht. Es gibt tatsächlich eine Firma Xanthin Finanz hier in Frankfurt. Und weißt du, wer als Geschäftsführer und als alleiniger Gesellschafter im Handelsregister steht? Dein Freund Volker Ritter. Entschuldigen Sie bitte die Störung, wir möchten zur Firma Xanthin Finanz. Die ist hier nicht. Es steht doch da aber. Ja, aber das ist hier nicht. Und wozu ist das Schild da? Die sind hier Mieter. Ich habe untervermietet ein Zimmer. Aber das Zimmer steht leer. Und die haben nur die Schilder aufgehängt und einen Briefkasten. Es kommt also Post hierher für die Xanthin Finanz. Ja, sonst bräuchten die ja keinen Briefkasten. Da haben Sie natürlich recht. Was machen Sie mit der Post? Leiten Sie die weiter? Nein, die wird abgeholt. Wie kriegen Sie denn Ihre Miete? Er hat im Voraus bezahlt, für 6 Monate. Wer? Wissen Sie, wie der Mann heißt? Natürlich hat er sich vorgestellt. Er hat mir sogar seinen Ausweis gezeigt, damit das alles seine Ordnung hat. Ein Ritter, Volker Ritter. War's das? Ja, vielen Dank. Tschüss. Na? Nix na. Irgendwas ist da faul. Ich kann ja auch sagen, was? Dein Freund Ritter zieht Engelhardt über den Tisch. Und dich gleich mit, aber du merkst das natürlich nicht. Ich hab die ganze Nacht mit ihm gesoffen. So was läuft nicht bei dem. So blöd kann man gar nicht sein. Komm, die Beweise sind eindeutig. Also ich fahre jetzt erstmal zu Engelhardt und berichte ihm, was wir rausgefunden haben. Lass mich vorher noch mal mit Ritter reden. Wir wollen jetzt keinen Fehler machen. Komm, das bringt doch nichts. Gib mir 2 Stunden Zeit, mehr brauche ich nicht. So. Halt mal. Ach nein. Ach ja. Die Buchhaltung bitte. Volker? Josef Matula. Falls du meinen Namen nicht aus deinem Gedächtnis gestrichen hast nach der letzten Nacht. Wie geht's dir denn? Mir auch, mir geht's genauso. Sag mal, vermisst du nichts? Musik.
Ich hab dir gedacht, dir geht's wie mir. Danke, Josef. Ich muss leider wieder los. Ich habe nur eine halbe Stunde Mittagspause. Einen Moment noch, Volker. Du hast mir doch von diesen Zahlungen erzählt. Die Firma Santin Finanz gibt es wirklich. Und sie gehört dir. Was hast du? Du bist im Handelsregister eingetragen. Als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Das kann doch nicht sein. Ich schwör's dir. Da missbraucht jemand meinen Namen. Volker, man muss sich ausweisen, wenn man ein Konto eröffnen will. Also ein Konto auch? Das Büro, der Mietvertrag, alles läuft auf deinen Namen. Auf meinen Namen? Ritter? Ja. Moment. Mir ist mein Ausweis weggekommen, das ist schon einige Monate her. Ja, der ist mir gestohlen worden, Tatsache. Und wahrscheinlich in der Firma. Und das kann jeder gewesen sein. Auch Engelhardt. Dein Chef klaute einen Ausweis. Ganz normal. Ja, warum denn nicht? Das kann sein. Er hat mir doch die Aufträge für diese Zahlungen gegeben. Er hat mich nach Zürich geschickt. Anke kann das bestätigen. Sie war bei mir in der Wohnung, als Engelhardt angerufen hat. Am Abend vor meinem Flug nach Zürich. Das stimmt. Hä? Am besten wir fragen Anke. Komm. Übrigens, sie ist nicht in der Firma, die ist heute gar nicht gekommen. Du sollst Ritter jetzt rund um die Uhr beschatten. Ach ja, so plötzlich. Jetzt ist es ein bisschen spät. Wenn ich mit nach Zürich geflogen wäre, dann wüssten wir jetzt, bei welcher Bank Ritter die Moneten bunkert. Vielleicht. Aber genau besehen hätte uns das auch nicht weitergeholfen. Wir müssen Ritter bei seinem nächsten Geldtransport in Flagranti erwischen. Immerhin hätte ich Ritter nach dem Rückflug wieder abfangen können. Aber das wollte dein oberschlauer Mandant ja nicht. Ich sage dir, das hängt alles mit Anke Freitag zusammen. Er hat mich gestoppt, als er hörte, dass die Kleine bei Ritter unter der Steppdecke lag. Vielleicht hat Engelhardt ja auch mal ein Verhältnis mit ihr gehabt. Ist ja auch egal. Knöpft er die Beine noch mal richtig vor. Ich meine, das liegt dir doch auch viel mehr als diese blöde Kocherei, oder? Außerdem könntest du dir da mal wieder was richtig Gutes zu essen leisten. Engelhardt zahlt nämlich eine Prämie. Ah ja. Wie viel? 10% von jeder Mark, die du ihm wieder beschaffst. Ist doch was. Ist der Top-Favorit. Der hat die höchsten Vorwerte. Aber nicht für mich. Außerdem bringt er keine Quote. Er hat die letzten drei Rennen gewonnen. Einmal sogar auf nassem Boden, obwohl er warten durfte. Ja. Das ist mein Tipp. Aquarius. Das ist ein Hengst mit ausgezeichnetem Material. Der hat 5 Starts in diesem Jahr und noch keinen Sieg. Aber er wird doch von Achim trainiert. Achim Lotter, der baut seine Pferde wirklich sehr sorgfältig auf. Mit viel Geduld. Dafür ist er schließlich bekannt. Glaub mir, Aquarius, der ist jetzt soweit. Ich gehe jetzt zum Führing. Warte, ich komm mit.
Ach, hallo. So sieht man sich wieder. Hallo. Das ist der Anlageberater, von dem ich dir erzählt habe, der dich besuchen wollte. Darf ich vorstellen? Herr Matula, Herr Ritter. Angenehm. Stell dir vor, ich habe Herrn Matula für einen Taxifahrer gehalten. Aber er hat gute Miene zum bösen Spiel gemacht und mich gefahren. Sonst wäre ich zur spitzen Arbeit gekommen. Also Sie Anlageberater? Ja. Können Sie mir vielleicht einen Tipp geben, wie man sein Geld beim nächsten Rennen hier anlegt? Favorit ist Big Boy. Aber der bringt keine Quote. Auf wen setzen Sie? Ich auf Aquarius. Ja, das ist der hier. Aber der hat die letzten 5 Mal nie gewonnen, steht hier. Das ist richtig. Aber das Pferd besitzt ausgezeichnetes Material. Und es wird von Achim trainiert. Achim? Achim Lotter. Der ist dafür bekannt, dass er seine Pferde mit viel Geduld aufbaut. Aquarius ist jetzt soweit. Welcher ist jetzt Aquarius? Die Nummer steht da im Programm. Ja. Sie kennen sich aus. Dürfen wir uns da anhängen? Klar, Sie können sich beteiligen. Na dann los. Wie hoch gehen Sie denn? Ich würde vorschlagen, 500 Mark für jeden. Das ist mir zu viel. Also ich bin ja hier, um Spaß zu haben, nicht mit zu ruinieren. War doch ein Scherz. Mehr als 20 Mark ist bei mir nicht drin. Das ist zu schade. Aber die Dame. Der Starter lässt die Pferde nun in die Startmaschine führen. Der Start erfolgt in 1-2 Minuten. Darf ich mal? Ah, jetzt geht auch langsam der letzte Gaul rein. So, jetzt kann es ja gleich losgehen. Viel Glück, Aquarius. Zeig's ihnen. Alle vier in den Boxen. Start. Alongo nimmt an der Außenseite die Spitze, dahinter Slim Speed innengehend und dazwischen an dritter Position Herbstblüte. Hier überall der Kuckuck klingt, Herr Liebauer. Die Leute denken doch, wir sind übermorgen kaputt. Außerdem gehört alles, was Sie hier sehen, den Lieferanten. Die Ware steht unter Eigentumsvorbehalt. Die dürfen Sie gar nicht pfänden. Tut mir leid, Frau Freitag. Das müsste der Herr Engelhardt mir erst mal nachweisen. Entschuldigung, Herr Engelhardt. Der Herr Liebauer. Schon wieder. Herr Liebauer, guten Tag. Morgen. Wie viel ist es denn diesmal? So ein Titel über 60.000. Der zweite geht über 18.000. Dazu kommen die Kosten. Warum bezahlen wir das nicht, Frau Freitag? Geben Sie ja lieber einen Scheck. Ich nehme keinen Scheck, Herr Engelhardt. Nicht von Ihnen. Den lassen Sie ja doch wieder platzen. Entweder Sie zahlen bar oder ich muss pfänden. 78.000 plus Kosten, so würde er nie mehr aus. Das würde mich wundern. Bisher haben Sie es noch jedes Mal geschafft, das Geld zusammenzubringen, wenn eine Pfändung drohte. Danke, Frau Freitag. Sie können gehen. Setzen Sie sich jetzt wieder und nehmen Sie Platz. Wenn ich mal was vorhabe, ist das nötig, Helga? Ich habe heute meinen Kochkurs. Der Engelhardt hat darauf bestanden, dass ich Sie hierher bestelle. Ah. Und ihr macht vielleicht einen wilden Mann? Ach nee, hier nicht. Der nervt mich. Was will der denn schon wieder? Na, keine Ahnung. Sie sollen auf jeden Fall sofort reinkommen. Gut aufpassen. Ach, Herr Matula, was macht denn eigentlich Ihr Kochkurs? Haben Sie schon was gelernt? Bis jetzt nur Hausmannskost.
Aber sobald wir bei der Nouvelle Cuisine sind, werde ich für Uma und Sie kochen. Ehrenwort. Eins wollen wir mal klarstellen, Herr Engelhardt. Ich bin nicht Ihr Laufbursche. Moment, Herr Matula, ja? Denken Sie sich ab. Sie haben einen Auftrag übernommen und Sie ebenfalls, Herr Rechtsanwalt. Ich bin zu Ihnen gekommen, weil ich Ihre Hilfe brauchte in Ihren Rat. Und beides haben Sie mir zugesagt. Herr Engelhardt, wie Sie wissen, hat Herr Matula alle Ihre Angestellten überprüft. Es hat sich bislang leider nichts ergeben, was auf eine Unterschlagung hindeuten könnte. Aus meiner Firma fließt ständig Geld ab, das ist eine Tatsache. Wir machen sehr gute Umsätze in allen Filialen, aber die Kassen und Konten sind leer. Dieser Ritter, Herr Matula, der plündert die Firma aus. Ritter, immer wieder Ritter, ich kann es einfach nicht mehr hören. Na, wer denn sonst? Der ist mein Buchhalter. Der sitzt an der Quelle. Den muss ich rauswerfen. Ihr Buchhalter Ritter ist sauber. Er hat ganz normale Gewohnheiten. Mal ein Bierchen in der Kneipe, samstags zur Eintracht, ein Dauerschein im Lotto, keine Schulden, auch keine Weiber, die ihn abzocken. Sehen Sie, das ist genau der Grund, warum ich Sie eingeschaltet habe. Es bestehen also noch gute Chancen, dass ich mein Geld zurückbekomme. Der Ritter gibt das Geld nicht aus, er wirft es nicht aus dem Fenster mit vollen Händen, sondern er deponiert das irgendwo. Der Matula muss nun endlich herausfinden, wo. Morgen. Morgen. Er hatte von unserer Firma einen Mietwagen. Er sagt, er fliegt mit Ihrer Gesellschaft. Ja, der war gerade hier zum Einchecken. Das hat er im Wagen liegen lassen, Dokumente. Kann ich ihm gerne überreichen? Nein, die scheinen wichtig zu sein. Die übergebe ich ihm lieber selbst. Sagen Sie mir, wo ich ihn finden kann. Es tut mir leid, es ist aber im Transitbereich. Da können Sie nicht hin ohne Ticket. Ein Ticket habe ich. Ich fliege heute nach München. Bitte machen Sie, beeilen Sie sich, sonst ist er weg. Der Ausgang ist B14. Danke. Eine Reise wohin? Nach Zürich, nur mit einem Aktenkoffer. Wahrscheinlich ist darin Ihre Kohle. Die bringt er gerade über die Grenze. Nach Zürich? In Front, vor Slipspeed, ganz an der Innenseite, dahinter Logo, dann Aquarius, innen gehend und an der Außenseite Morgenstern. Das Feld kommt noch in der Spitze, Slipspeed, innen gehend, Morgenstern, dahinter Logo, Innenseite. Sagen Sie, ich muss Sie was fragen. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass ich Geld einzulegen habe? Jetzt enttäuschen Sie mich nicht. Sagen Sie nicht, dass das eine Falschmeldung war. Nein, im Ernst. Also, wie kommen Sie auf mich? Wie kommen Sie auf meinen Namen? Durch meinen Arbeitgeber.
Wir sind eine Firma, die auf Immobilien spezialisiert ist, mit Sitz in der Schweiz. Jeder Mitarbeiter bekommt Listen mit Namen und Adressen, die erfolgversprechend sind. Und auf den Listen stehe ich drauf? Ja, das sind Kunden, die bei irgendwelchen Banken Nummernkonten oder Schließfächer haben. Also unterstellen wir, dass die mit ihrem Geld besonders großzügig sind. Ja, aber ich habe kein Nummernkonto in der Schweiz. Ja, nicht nur in der Schweiz, auch in anderen Ländern. Ich habe überhaupt kein Konto im Ausland. Ich habe ein Girokonto in Frankfurt. Das verstehe ich nicht. Ich habe uns eine kleine Stärkung besorgt. Oh, das kann man gut gebrauchen. Wer gewinnt? Ah, das ist überhaupt wichtig. Wir müssen Aquarius ein bisschen unterstützen, sonst wird das nichts mit unserem Geheim. Elektronika und Aquarius. An der Außenseite greift uns neu an. Aquarius ist jetzt ausgezeichnetes Material. Du sagst es. Du bist der Größte, Josef. Prost. Da kann ich nicht widersprechen, bei aller mir angeborenen Bescheidenheit. Richard, was sind wir in der Runde? Jo. Nicht mehr, Volker. Ich muss nach Hause, ich muss ins Bett. Danke, sei ganz froh. Anke, wir müssen doch feiern. Was tun wir denn seit dem Nachmittag? Wir haben doch schon mehr versoffen, als wir gewonnen haben. Also, okay. Oh, da hatte ich Reserven. Anke, ich fahre nicht nach Hause, ich verspreche es dir. Um Gottes Willen, Volker, ich nehme mein Taxi. Na, okay. Herr Wirt, können Sie mir bitte ein Taxi bestellen? Vor dem Eingang ist ein Taxi stand. Ich besorge Ihnen eins. Dankeschön. Ich bin nichts verschenkt. Anke, bleib doch noch, Mensch, jetzt Nein, hier. Nein, ich muss gehen. Eine schöne Frau lässt mich gehen. Ich komme doch mit. Nein, Volker, heute nicht. Ich muss morgen früh pünktlich rauskommen. Ciao, wir telefonieren. Ciao, Josef. Wir fühlen uns schmählich im Stich gelassen. Nur nicht weinen. Vielleicht sehen wir uns ja mal. Ciao. Das hoffe ich. Geht ihr auch? Volker, du bist ein Glückspilz. Das wäre eine wunderbare Frau für dich. Ich beneide dich. Du hast keine Ahnung, Josef. Wovon? Von Frauen? Da habe ich eine Menge, eine Menge. Nein, vom Pilz. Ich meine vom Glück, vom Glückspilz. Das Glücks. Prost. Wo ist denn mein Bier? Ein Bier bitte noch. Oh Mann. Josef, ich stehe mit einem Bein im Gefängnis. Du stehst mit einem Bein auf meinem Fuß. Tut mir leid, Entschuldigung. Mit welchem Bein? Mit dem. Ich meine, mit welchem Bein stehst du im Gefängnis und aus welchem Grund? Aus gar keinem Grund. Ich rede zu viel. Schön. Komm, lass uns auch gehen. Also bitte. Wenn du mir nicht vertraust. Bisher. Bisher. Natürlich habe ich Vertrauen zu dir. Es spürt doch, dass ich zu dir Vertrauen haben kann. Also pass auf. Ich war vor ein paar Tagen in Zürich. Mit einem Koffer. Da redest du nicht, was da drin war. Deine Zahnbürste. 200 Riesen. 200.000 Mark in Bar. Was hast du dir denn so Teures gekauft? Ich habe mir doch nichts gekauft. Ich habe es auf die Bank gebracht. Die Bank, was? Und da setzt du 20 läppische Mark? Für 500 wären wir durch Aquarius reich geworden. Das ist doch nicht mein Geld. Das ist Geld von meinem Chef. Und dem gehört es auch nicht. Also das ist kompliziert, das muss ich mir erklären. Hey, hier ist Finster. Was ist denn los? Ja, es ist Feierabend. Fünf Minuten noch. Die Computerbranche ist eine Zeitbombe. Heute top, morgen flop. Und da sorgt mein Chef vor. Na, und klingt doch vernünftig. Ja, aber mit Geld, das ihm nicht gehört. Pass auf, er gibt mir Rechnungen, die ich bezahlen soll. An eine Firma Zörner Finanz in Zürich und eine Firma Xanthin Finanz in Frankfurt. Für Lieferungen. 5- bis 6-stellige Beträge, jeden Monat. Ja und? Was soll daran faul sein? Keine Firma hat bis jetzt noch irgendwas geliefert. Beide nicht.
Dann kann dir doch egal sein, was dein Chef mit seinem Geld macht. Ist doch nicht sein Geld. Na, wem gehört das Geld denn oder wo nimmt das her? Von der Bank. Also das heißt, besser gesagt, von mehreren Banken. Der hat bei jeder eine Kreditlinie und die schöpft er aus. Und er räumt jede müde Mark ab, die er kriegen kann. Mich nicht schlafen. Liegst du etwa noch im Bett? Ist was dagegen? Ich arbeite schließlich nachts. Naja, ich versuch seit anderthalb Stunden dich anzurufen. Ach ja, hast dein Telefon mal wieder entsorgt, ja? Rainer, das Telefon bleibt da, wo es hingehört. Bist du in deinem Zustand etwa noch Auto gefahren? Wieso? Steht mein Auto etwa draußen? Ich habe nichts gesehen. Ah, da besteht Hoffnung, dass ich vernünftig war. Ich gehe duschen. Bleib mal hier. Bleib mal hier!